Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten mittlerweile der GDI. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier und haben diese Südafrika-Zentralmission. Die haben wir endlich geschafft. Das hat mich so viel Nerven gekostet. Genau wie, Süden haben wir beim letzten Mal gemacht. Genau, Süden. Zentral war auch scheiße. Da war Norden noch das Einfachste. Und genau, Leute, da wir jetzt alle noch Missionen haben, machen wir jetzt noch hier die Überbleibsel von den GDIs. Das sind 7, 8, 9 Missionen, Leute. Und genau, da würde ich sagen, wir springen direkt bei Mission 4 rein. Gestohlenes Eigentum, liebe Leute. So, dann geht's mal los. Cutscene mit Mark Shepard. Sehr schön. Die globale Defensivinitiative erfüllt unter direkter UN-Aufsicht nur einen einzigen Auftrag: die Bekämpfung des multinationalen Terrorismus. Die Bruderschaft von Nod, eine uralte Geheimsekte, unterhält enge Kontakte zu den meisten Terrororganisationen der Welt. Die Sekte gehorcht diesem Mann, der nur unter dem Namen Kane bekannt ist. Welche Ziele Nod letztendlich verfolgt, ist unbekannt. Die jüngsten Aktivitäten aber zeigen deutliche territoriale Ausdehnungstendenzen, unterstützt von beträchtlichen Investitionen an den Börsenmärkten rund um den Globus und eine aggressive Manipulation der internationalen Massenmedien. Diese Aktivitäten zu finanzieren, scheint sich Nod Zugang zu beträchtlichen Tiberium-Vorkommen verschafft zu haben. Das als Tiberium bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm. Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberium-Kristallen. Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minimum an Aufwand einfach einzusammeln. Delta Sierra Echo an Kommandanten, nähere mich dem nächsten Ziel. Wir überfliegen gerade die Grenze und wir haben ein Problem hier. Nod hat beim Überfall eine Menge aktivierter Pellets erbeutet. Und leider sind diese Dinge der erste Punkt auf der Einkaufsliste. 10 Dinge, die Heimwerker für einen Nuklearsprengsatz brauchen. Wir müssen sie wiederhaben. Shepard ist immer noch offline, aber wir können nicht warten. Dazu ist diese Angelegenheit viel zu wichtig. Also marschieren das Camp der Noddies und sammel die Pellets ein, bevor die Nod-Vögel sie ausfliegen können. Die Behälter waren in Transportkisten verpackt. Ich bezweifle, dass Nod Zeit hatte, sie umzuladen, aber halt auf jeden Fall die Augen offen. Lass sie tanzen. Wie baut man eine Atombombe? Das würde ich auch gerne wissen. Ja, auf jeden Fall lustige Cutscene. Die habe ich so noch gar nicht gesehen. Das heißt, dass ich diese Mission auch noch gar nicht kenne. Und ja, da würde ich sagen. Sorry, ich musste gerade einfach lachen, was das angeht, ey. Dann machen wir das mal. Sie müssen die gestohlene Ausrüstung suchen und zurückbringen. Sie wird in einer Frachtkiste transportiert. Müssen Sie den neuen BMT, okay. Na gut. Holte Scheiße, was? Was zur. So, dann hier. Will du bitte auch helfen? Danke. Den wollte ich eigentlich zur Erkundung nehmen, aber gut. Na gut, Leute. Nächste GDI-Mission. Mission 4. Endlich wieder grüne Karten, Leute. Oh, das habe ich so vermisst, ey. Diese grünen. Ach du Scheiße. Diese grünen Karten hier. Ja, danke, du Penner, echt. Oh Gott, direkt, direkt am Failen, oder was? Das wär's ja. Direkt failen, das wär's ja. Ach, jetzt hör doch auf. Hör doch auf. So. Einfach drüber fahren hier. So.
Muss ich hier überhaupt hin? Ah! Da unten. Okay. Ach du Scheiße. Jetzt. Ach! Doch, doch, die Mission ist das, Leute. Klar. Klar. Wir müssen da einfach durchfahren. Wir müssen einfach durchfahren und eine Kiste klauen. So. Da müssen wir einfach schnell sein. Um Gottes Willen. Puh. So. Muss ich mal gucken, ob wir das schaffen. An dem Panzer da irgendwie vorbeizukommen. Das ist nämlich eine ziemlich schnelle Mission. Scheiße. 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 Kriegen wir das? Kriegen wir das hin hier? Ah, ich glaube nicht. Oh, so knapp. So knapp, Leute. Jetzt komm doch raus da. So. Puh, okay. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Das wäre es ja. So, dann. Oh nein. Doch. Doch hingekriegt. Jawohl. Leute, sehr schön. Kriegsopfer Bialystok. Noch gestern eine glückliche Gemeinde von friedlichen Farmern. Heute ein Schlachthaus. Ein weiteres Zeugnis der geisteskranken GDI-Angriffe auf die Menschheit. Ein weiteres Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde von der GDI und ihrem fehlgeleiteten Anführer General Mark Shepard. Und welches Verbrechen musste Bialystok begehen, um so gestraft zu werden? Zuverlässigen Quellen zufolge war die GDI sicher, dieses harmlose Dorf sei verwickelt in die Herstellung und den Abtransport von Tiberium. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Greg Burdett, Bialystok. Schnitt! Exzellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch. Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für 10 Minuten. Läuft die Kamera etwa noch? Ah, die legendäre Szene mit Kane hier. Geil, liebe Leute. Ja, das war eine ziemliche Speedrun-Mission. Da waren die Cutscenes wieder länger als die Mission selber. Aber gut. Aber gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, lassen wir das kurz durchlaufen. Oh, Alter, da werde ich aber rausklicken. Weil wir wählen uns die Mission ja manuell aus. Ne? Weil ihr seht, da gibt es wieder zwei. Und genau. Gut, liebe Leute, würde ich sagen, machen wir direkt weiter hier in Polen. Gestohlenes Eigentum. So, da bin ich erstmal gespannt, ob da tatsächlich nochmal die gleiche Katze kommt oder eine andere. Leute, oder? Die globale Defensivinitiative. Wartet mal, das kann man ja. Delta Sierra Echo an Kommandanten. Ah, okay, eine andere. Dem nächsten Ziel. Wir überfliegen gerade die Grenze und wir haben ein Problem hier. Nott hat beim Überfall eine Menge aktivierter Pellets erbeutet. Und leider sind diese Dinge der erste Punkt auf der Einkaufsliste. Ja, okay, nee, das ist doch. Das war doch die gleiche. Okay, liebe Leute. Alles klar, die gleiche Cutscene. Gleicher Anfang irgendwie, okay. So, und hier, und hier, und. Ach, Penner. So. Und hier, und direkt zack. Genau. So, macht die alle platt. Ja, liebe Leute, dann gucken wir erstmal, wo hier die Kiste ist. Ob das auch wieder so schnell geht wie vorher, keine Ahnung. So. Hey, lass den. Lass den WMT in Ruhe. So. Alles klar. Ratatat. Überfahr den. So. Und was ich noch zu sagen habe, liebe Leute, was mir eigentlich noch in den letzten beiden Folgen gar nicht so bewusst wurde, beziehungsweise. Ja, wie soll ich das sagen? Wo ich keine Zeit hatte, zu das zu sagen. Ich nehme dieses Spiel jetzt schon länger als ein Jahr auf. Oh mein Gott, Leute. Dieses Spiel ist ja tatsächlich Anfang Juni letzten Jahres rausgekommen. Und meine Güte. Das ist schon ordentlich, was die Länge in diesem Projekt angeht. Und ja, ein Jahresprojekt, das hatte ich auch so noch nicht. Ja, interessant.
Ist auf jeden Fall interessant. Und wie gesagt, einjähriges Jubiläum, ey. Quantum Trauma Remastered. Oh Mann. Folge 150 oder so. Interessant. Ja, toll, und da oben hätten wir gar nicht hingemusst, ne? Verdammte Scheiße. Ich bin mal gespannt, ob wir das überhaupt noch schaffen hier. Wo müssen wir denn hier überhaupt hin, sagt mal. Unten links, hoffe ich. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Ah, scheiße. Na gut, dann. Hallo? So. Nein, doch nicht alle. Ja, doch nicht beide kaputt machen. Ja, dann muss ich jetzt gucken, ob ich das mit denen hier so schaffe. Ohne BMT. Das könnte knapp werden. Das könnte echt knapp werden. Na gut, die kriegen wir noch. Oh, was? Ah, ich krieg noch einen. Okay, cool. Dankeschön, liebe GDI. Ach, die ersten vier Missionen, die sind noch so einfach, Leute. Im Gegensatz zu dem, was ich in den letzten beiden Folgen mitmachen musste. Und dann sind es auch noch die GDIs, Leute. Oh Mann. Okay. Wieder eine Speedrun-Mission. Die haben wir aber eben schon gesehen. Oh Mann, wieder Speedrun-Mission, Leute. Ach, tut das gut nach dieser letzten Folge, nach diesen letzten Folgen. Wirklich, Leute. Es tut wirklich gut gerade, eh. Wirklich, wirklich. So. Leute, noch 7 GDI-Missionen. Macht wiederherstellen Ukraine Westen. Dann geht's mal direkt weiter, würde ich sagen. Genau. Und jetzt höre ich hier ein komisches Piepsen, aber. Ah, nee, okay. Ach, scheiße. Scheiße, wartet mal. Ich habe die Cutscene übersprungen. Scheiße. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nur mein Mikro ausmachen. So, Leute, jetzt aber Cutscene. Das sind Lügen. Fälschungen. Die GDI tötet keine Kinder. War Bialystok ein Tiberium-Umschlagplatz? Hat die GDI hier nicht wieder einmal auf ungenaue Informationen hin vorschnell gehandelt? Sollten die Finanzmittel für die GDI jetzt gekürzt werden? Nordstruppen haben einen GDI-Stützpunkt in ihrem Einsatzgebiet schwer angeschlagen. Waffen und Droiden sind schon äußerst knapp. Finden Sie den Stützpunkt und bringen Sie ihn wieder in einsatzbereiten Zustand. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen asynchron, kann das sein? schade. Aber, ja, wir haben in der Cutscene eigentlich gesehen, wie die GDI immer wieder, ja, denen das Geld gestrichen wurde, finden und reparieren sie die GDI-Basis. Für denen die Gelder gestrichen wurden und
Naja. Uncoole Situation, aber wartet mal. Diese Gelder wiederherstellen. Wartet mal. Wartet mal. Hatte ich die nicht schon mal? Wartet mal gerade, Leute. Nee, tatsächlich nicht. Okay, interessant. Dann ist das also die gleiche quasi, würde ich sagen, oder? Die gleiche Mission nochmal. Interessant, liebe Leute. Interessant. Auf jeden Fall, fahr direkt durch. So. Fahr einfach durch. So. BMT. So, gib mir das. Ah, wartet mal. Nee, nee. So, dann fahr einfach drauf da. So. Nee, nee, bei dieser Mission haben wir eine Waffenfabrik. Die hatten wir beim letzten Mal nicht. Ja, toll, BMTs und Wüstenjäger. Ja, gut, aber ich wollte. Dann baue ich einfach mal ein paar. Oh, scheiße, jetzt kommt da wieder Panzer an. Ey, was will denn der. Oh. Nee. Zieh den schön hier rein. Sehr schön. Ja, liebe Leute, wie gesagt, ein Jahresjubiläum. Meine Güte, schon ordentlich. Und ja, dann direkt so. dann direkt so krasse. Naja, was sag ich so krasse? Direkt eine geile GDI-Mission, wo wir endlich mal ein bisschen was leichteres Niveau haben als die letzten Nord-Missionen. Oh Mann, ey, da war ich echt am Verzweifeln bei denen. Die letzten Nord-Missionen, die waren echt der Knaller. So. Genau, baller schön auf die Manneken. Sehr schön, Gummipanzer. So. Och, du weißt ja was? Was zur. Wo kommt ihr denn her? So. Nix da, Kollegen. Nix da. So. Gut. Dann würde ich mal sagen. Ja, Leute, erkunden wir mal das Ganze hier. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wie wir jetzt hier weiter mit dem Command & Conquer Remaster machen. Diese Aufnahmesession an diesem Sonntagabend. Ja, jetzt können wir endlich mal wieder in was geregeltere Bahnen übergehen, weil die letzten Folgen, die waren echt schlimm, finde ich. Also, ich hoffe nicht für euch, aber für mich waren die schlimm. Weil es ist halt, das waren halt die letzten Not-Missionen und, dass mir auch da das Spiel abgestürzt ist. Ne? Wartet mal, ich probiere das einfach mal. GDI-Mission 5, ob wir jetzt abspeichern können. Wir können abspeichern. Okay, Leute, weil das war nämlich auch beim letzten Mal so ein Problem, dass wir da irgendwie nicht abspeichern konnten in der Mission. Und, das war schon mies, muss ich sagen. Weil da mussten wir immer wieder, tatsächlich immer, oh, Geld, danke. Mussten wir nämlich immer wieder hier die Mission neu starten, wenn wir nicht speichern konnten. Das ist doch mega scheiße gelaufen. Aber ich hoffe halt, dass ich jetzt nicht mehr dass ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr diesen Bug habe hier, dass ich nicht mehr speichern kann, weil das ist wirklich scheiße. Das war scheiße beim letzten Mal. Leute, wollt ihr mich verkackeiern? Das ist genau dieselbe Karte wie letztes Mal auch. So. Ach, schaffe, mit genug Jeeps kann man das sogar schaffen, einen Panzerplatz zu machen. Ach, geil. Okay. Sehr schön. So. Dann fahr drüber oder keine Ahnung. Ja, mit genug Jeeps kriegen wir das hin, Leute. Ich wollte sagen, mit genug Jeeps geht das. Alles klar. Dann einfach Jeeps spammen, Leute. Oh, ist das geil. Ist das gerade wirklich... Das ist gerade so eine Wohltat. Ihr könnt es gar nicht... ihr wisst gar nicht, wie geil ich mich gerade fühle, dass ich hier einfach mal eine stinknormale Kampagnenmission vor mir habe. Oh Mann, Leute. Das ist einfach so gut. Wirklich. Was kommt da? Okay, Manneken.
Das ist einfach so gut, ey, wirklich. Keine nervigen Spawner vor allem. Ach, das ist echt eine Wohltat. Leute, ich fühle mich gerade so gut. Oh Mann, Leute. So, dann mach die Flagge im Arsch. Wartet mal, mach mal 10 Stück. So. Und bam, sehr schön. Dann können wir eigentlich schon hier... Ja. So, der ist weg. Alles klar. Nice, Leute. So. Dann machst du bitte das Raketenmanning platt. Okay. Dann. Oh, sehr schön, Leute. Dann haben wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen was seichtere Missionen. Ey, kann ich echt gut gebrauchen. Das kann ich echt gut gebrauchen, nach dem, was da passiert ist. Ey, meine Güte. Wie viele Raketenwerfer hat der? So, die Panzer hätte ich ganz gerne noch zurückgehalten. Die kann ich nämlich sehr gut gebrauchen. Aber schau dir das an. Wir können eigentlich schon mit diesen Jeeps reingehen. Oh, schau dir das an. Geil, Leute. Ach ja. Ach ja. Wir haben eigentlich endlich auch immer die besseren Waffen, ey. Vor allem in einer der Jubiläumsfolgen. Ich spiele es wirklich seit einem Jahr durch, ey. Guck mal, den Conker Remastered. Richtig krass. Und die Panzer bitte schützen. So, der Sammler, ja. Hier, der Sammler. Sehr schön, Leute. So, dann macht ihr bitte hier. Ihr macht bitte die Männchen kalt. Oh, der Panzer, der bitte so platt machen. Genau, Leute. Der Sammler ist weg. Sehr schön. Ja, na dann haben wir es ja schon. Ist so easy, Leute. Das ist so einfach. Oh, ist das herrlich. Ist das schön. Echt schön. So, Leute. Dann hier weitermachen. Los. Weiter drauf da. Auf diesen Turm. So, und dann macht die alle kaputt. Und zack. Leute, so. Sehr gut. Wehrt euch, ja? Kriegt das schon hin hier. Geil. Alles klar. Genau, dann war das ja so, dass wir hier direkt die Manning-Fabrik platt machen müssen. Genau. Du Sack. Du Sack. So. So, das war's schon. Gar 3 Missionen in einer Folge, Leute. Ich glaub's nicht. Ja. In den letzten Missionen der NAT war es so, ein Drittel der Mission in einer Folge. Hammer. Richtig geil. So. Dann würde ich sagen. Haben wir es sogar genau pünktlich, ey. Und ja, liebe Leute. Oh, Gott sei Dank, ey. Die 4. GDI-Mission. Geschafft, dann haben wir nur noch 5 Stück übrig. Ist das krass, Leute. Ne, wegmachen das Zeug. Das Ding wegmachen, los. Bevor er uns jetzt nochmal nervt hier. Wie Hammer. Wie geil. So, Leute. Dann war's das. Oder was? Oder hat er jetzt hier noch irgendwas? Ja, wir haben ja schnelle Einheiten, das ist ja ganz gut. Der hat ja bestimmt noch irgendwas drinne stehen hier. Was hat er denn hier noch? Eine Flak! Ah, okay. Ja gut, dann macht die noch eben platt. So. Rat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 . Ratatatatatat. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich hier Manneken genommen. Die Panzer, ja. Bam. Und das war's. Hammer, Leute. Hammer. 3 Missionen. Oh mein Gott. 3 Missionen. Ja gut, das gleicht das so ein bisschen aus, was ich in der letzten Folge erlebt habe. Damit wir hier zumindest mal ein bisschen Fortschritt haben. Das ist schon mal sehr gut. Leute. Ach genau, der GDI-Adler, der sich da den Nob-Skorpion schnappt. Richtig. Zack. Genau. Liebe Leute, dann würde ich mal sagen, Effizienz 5%. Scheißegal, Hauptsache wir haben die Mission durch. Wirklich jetzt. Gut, liebe Leute, Bonusgalerie kriegen wir scheinbar auch nicht mehr.
Allerdings, ich glaube, dass wir die Bonusgalerien mit den Dino-Missionen noch kriegen. Weil wir haben jetzt nämlich noch... Noch 8 Missionen... Habe ich mich eben verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatsächlich. Dann hatten wir 11 Missionen. Ach, keine 9. Na gut. Finde ich auch mal ganz gut, um mal ein bisschen zu entspannen. Ja, weil die letzten, die werden wieder heftig. Leute, die letzten Missionen, die werden wieder so heftig. Ich war so im Tunnel bei den letzten Not-Missionen, das war unfassbar. Aber gut, liebe Leute, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, erzählt es gerne weiter. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss.